Van Tem und wir sind hier in Melle beim Federnwerk Schumacher. Wir wollen Ihnen heute zeigen, wie wir den Parabelfederlenker für das Krone-Aggregat fertigen. Dazu verwenden wir hochfesten Federstahl aus Europa. Wir verwenden 8 Meter lange Stäbe, die wir induktiv bis auf 1050 Grad erwärmen. Danach walzen wir den Körper auf die Sollkontur aus, rollen das Auge dran und kröpfen den Lenker hinten auf die gewünschte Form. Danach wird das Produkt in Öl abgehärtet und anschließend angelassen, sodass wir die hohen Spannungen etwas entschärfen. Anschließend wird das Produkt durch die Wasserbrause auf Raumtemperatur zum besseren Handling abgekühlt. Nach dem Vergüten zerspannen wir die Produkte auf unseren Bearbeitungszentren. Anschließend drücken wir auf unseren Kugelstrahler Druckeigenspannung in die Oberfläche. Danach wird die Buchse montiert, das Produkt wird lackiert und zum Versand an Krone bereitgestellt.